Abgeordneten, Hohes Haus. Auf der Tagesordnung finden sich zwei Gesetzesänderungen und wenn man diese Texte genau liest, dann erkennt man zwischen den Zeilen eine Tendenz, einen Schritt in die Richtung Deregulierung des Finanzmarktes. Worum geht es? Es geht um die Erleichterung bei Aufsichtsbestimmungen beim Immobilieninvestmentfondsgesetz. Das heißt, die Kapitalanlagengesellschaft Immobilien muss der FMA und der ÖNB nicht mehr eine halbjährliche Aufstellung liefern und den Immobilienspezialfonds anzeigen. Es muss nicht angegeben werden, wer die Depotbank ist, wer die Anleger sind, wie viel Geld in diesem Fonds überhaupt ist. Wollen wir das? Weil wir erreichen damit, dass der Aufsicht entscheidende Informationen fehlen. Und was hat 2008 die große Finanzkrise ausgelöst? Das war der Kapitalmarkt, der sie ausgelöst hat. Und in Folge hat sich dann die große Wirtschaftskrise entwickelt, die größte seit den 1930er Jahren. Was war bei der Hypo? Dieses Debakel hat, wir wissen es, Milliarden verschlungen. Die Aufarbeitung dauert heute noch an. Und ich war selber im Untersuchungsausschuss. Was war notwendig? Wir haben reguliert und aufgeräumt. Und wir wissen, eine Aufsicht muss funktionieren können. Sie braucht dazu auch entsprechende gesetzliche Grundlagen. Ein zweites Beispiel. Im Kapitalmarktgesetz werden die Prospektpflichten vereinfacht, nämlich die Grenzen gesenkt. Unter 250.000 gibt es keine Prospektpflicht mehr in Zukunft, und zwar weder für Wertpapiere noch für Veranlagungen. Warum tut man das so kurz nach der größten Finanzkrise? Warum beschließen Sie zwei Gesetze, wo unter dem Deckmantel der Verwaltungsvereinfachung Schritte in Richtung Deregulierung des Finanzmarktes eingeleitet werden? Da werden wir nicht zustimmen. Und einen Punkt möchte ich noch anschneiden. Im Finanzausschuss hat die SPÖ einen Antrag eingebracht, weil wir eine Änderung im europäischen Steuerrecht wollen. Da geht es um die Finanztransaktionssteuer. Da haben ja einige ÖVP-Minister sich schon versucht daran, haben aber nichts weitergebracht. Wir wollen mit dieser Finanztransaktionssteuer, dass spekulativer Handel mit Finanzprodukten besteuert wird. Wir wollen einen Beitrag zu den in der Krise entstandenen Kosten. Und da geht es nicht nur um das, was die Banken verursacht haben. Da geht es um entgangenes Wirtschaftswachstum. Da geht es um Arbeitslosigkeit und Folgekosten. Wir würden es gerecht finden, wenn es diese Finanztransaktionssteuer endlich gibt. Die Regierungsparteien haben es im Ausschuss vertagt. Sehr geehrter Finanzminister, ich hätte es Ihnen gerne persönlich gesagt, der ist leider hinausgegangen. Der EU-Ratsvorsitz wäre eine sehr gute Gelegenheit, die Finanztransaktionssteuer endlich zum Abschluss zu bringen. Minister Schelling hat das vor einem Jahr angekündigt, aber leider nicht halten können. Ich fordere den Finanzminister auf, handeln Sie. Als nächstes zu Wort gemeldet.